Manny Capristo habe ich mal interviewt, als ich Kinderreporter war. Was sagst du zur aktuellen DSDS-Staffel, zur Jury, zur Show allgemein? Sehr cool. Ich bin eigentlich positiv überrascht davon, weil drei von den vier Mitgliedern der Jury kenne ich persönlich auch relativ gut. Ich habe die ja mal alle kennengelernt. Manny Capristo habe ich mal interviewt, als ich Kinderreporter war. Da war ich, glaube ich, 14 Jahre alt. Ich habe das 5 Jahre lang gemacht im ersten deutschen Fernsehen. Und zu Monroes Zeiten haben wir die dann mal interviewt. Und sehr nette Person. Ich mag sie sehr, sehr gerne, so wie ich sie kennengelernt habe. Und Dieter Bohlen, klar, war ich ja mit ihm in Kuba und habe ihn da auch ganz gut kennengelernt. Und DJ Antoine, mit dem war mal, haben wir uns auch mal getroffen in Nizza. Und da war auch mal in Planung, dass wir vielleicht mal einen Song miteinander machen. Haben mir verschiedene Songs geschickt und so haben wir uns getroffen. Und auch sehr netter und cooler Typ. Und er ist auch sehr authentisch so bei dem, was er macht. Mein Name ist Marc Bartel von der Verbotenen Liebe und ihr seht mich bei Partyprinz. Ich werde ihn nie vergessen.